Footies Badge of 3 ist da und ich zeige euch, wie ihr damit ganz einfach und schnell Coins machen könnt. Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zum nächsten Investment-Video auf meinem Kanal. Kurz und knapp, wir schauen uns wieder zusammen den Transfermarkt an. Wo liegen SBC-Karten? Welches Rating sollten wir investieren? Und wie können wir unter der Woche ganz einfach ein paar Coins nebenbei machen? Falls euch die Trading-Videos zu FIFA 22 noch gefallen und auch interessieren, dann lasst mich das auf jeden Fall mal mit einem Like wissen. Kommentiert auch gerne mal, wie viele Coins ihr aktuell zum Ende von FIFA habt. Und vergesst natürlich auch nicht, den Kanal zu abonnieren, um in Zukunft und vor allen Dingen zu FIFA 23 solche Videos nicht zu verpassen. Und bevor wir heute zu dem SBC-Futter kommen, schauen wir uns erstmal die beliebtesten Karten an. Da sehen wir ganz oben direkt ein paar Karten, die da jetzt neu auftauchen. Und das sind natürlich die Karten, die durch das Best-of-Badge 3-Team halt wieder in Packs sind, dementsprechend gezogen und auch wieder bei Footbin angeschaut werden. Da sind mir direkt ein paar Sachen besonders bei den Shapeshiftern aufgefallen. Also ihr seht, die Shapeshifter sind jetzt wieder zu ziehen. Und die waren ja vorher nicht zu ziehen. Andere Karten wie in dem etc. waren schon vorher zu ziehen, sind aber auch sehr, sehr krass im Preis gedroppt. Also ich hatte jetzt mal vorhin geguckt bei Benzema als Beispiel. Der Mann ist nämlich aktuell bei 367.000 und war vorher sage und schreibe 650.000 wert, was natürlich auch schon wenig war durch das Best of Badge 2, wo der glaube ich gekommen ist, weil er halt vorher bei über einer Mille war. Aber nichtsdestotrotz kostet der Mann knapp 300. Also ich weiß gar nicht mehr, was man noch großartig ziehen soll, was wert ist. Also die Anzahl der Spieler ist wirklich sehr, sehr klein geworden. Und natürlich gehen auch allgemein Preise runter durch diese ganzen günstigen SBCs, die rauskommen. Also wenn ihr euch hier mal so einen Player anschaut, der kostet 109k, 5 Sterne Skills, 5 Sterne Weakfoot, der hat geisteskranke Stats, ist Franzose einfach einzubauen, Casemiro als Objective gekommen, Julian Brandt mit 5 Sterne Skills auch als Objectives gekommen, Hazard, den ihr euch natürlich dann auch noch freischaltet mit 5 Sterne Weakfoot, also diese Footies-Karten, die hier kommen, Mendy, okay, Mendy ist eine Ausnahme, kostet jetzt noch 1,7, oha, SBC-Foot, das ist echt krass gedroppt, deswegen nehme ich das Video auch auf, kommen wir wie gesagt später noch zu, aber auch Lacron, Barella und so weiter und so fort. Also alle Karten, die jetzt gerade als SBC kommen, nehmen natürlich auch Einfluss auf den Markt und drücken die Preise der Metakarten weiter runter, weil es halt einfach Alternativen gibt. Und gerade durch Crafting, ihr kennt ja meine beiden Crafting-Tutorials, gerade sind keine Upgrade-Packs draußen, aber sobald die wieder da sind, könnt ihr die Crafting-Videos euch wieder reinziehen, beziehungsweise ihr könnt euch die jetzt auch schon mal reinziehen und dann wisst ihr schon mal, wie es geht. Aber sobald die Upgrade-Packs wieder draußen sind, kann man halt wieder craften bis zum Umfallen. Diese ganzen Footies-SBCs dann halt auch wieder kostenlos machen. Selbst so ein Mendy, den kannst du theoretisch kostenlos ercraften. Und warum zur Hölle sollst du denn, was weiß ich, wie viele Coins in die Hand nehmen, um dir eine Alternative zu kaufen, wenn du den halt kostenlos machen kannst. Also ja, deswegen, der Metamarkt wird meiner Meinung nach da immer weiter droppen. Aber nichtsdestotrotz können wir uns da ein paar Dinge zugunsten machen und darauf kommen wir jetzt mal zu sprechen. Und zwar geht es hierbei besonders um die Karten, die jetzt ins Best of Badge 3 gekommen sind, beziehungsweise die wirklich auch neu reingekommen sind. Also einerseits auch die Karten, die jetzt schon länger drin sind, ne? Also Benzema war ja, wie gesagt, auch schon länger drin. Aber es sind halt die ganzen Shapeshifter, wie gesagt, auch wieder reingekommen. Man kann sich hier eigentlich alle Karten, die aktuell eine Special-Karte haben, vornehmen und die einfach durchgehen. Also sagen wir jetzt, wir nehmen uns mal einen Hazard. Der ist ein Shapeshifter, da, also generell bei den Shapeshifters wisst ihr, okay, der ist jetzt wirklich neu reingekommen. Dann sucht ihr euch die Karte bei Footbin raus, guckt euch hier den Preis an, seht, oh, 390k, der ist natürlich auch gedroppt, ne, war vorher bei 900k. Aber das ist jetzt gar nicht das Ausschlaggebende, sondern die Special-Karte wieder zu ziehen, ne, wisst ihr und seht ihr auch am Preis. Aber was ist denn mit der Goldkarte? Ja, richtig, die gibt es nämlich nicht mehr zu ziehen und das ist natürlich auch mit vielen anderen Karten so. Entweder sind die Karten schon länger aus out of packs und werden halt weiter steigen, weil sie nicht mehr zu ziehen sind. Oder sie sind halt eben frisch out of packs gegangen, wie zum Beispiel jetzt hier so ein Hazard. Und wenn wir uns da mal den Preis anschauen, dann sehen wir, dass der die ganze Woche schon immer so zwischen 9 und 10, sogar mal über 10 war. Also dementsprechend ist der jetzt noch nicht so krass gestiegen, nur weil er out of packs ist. Und solche Karten kann man sich tendenziell einfach vielleicht 3 bis 5 Mal im Club packen, wenn man sich nicht so sicher ist und da nicht all in gehen möchte. Ich glaube, dass ein All-In-Move auch ziemlich risikoreich wäre, wenn ich ehrlich bin. Also es kann natürlich sein, dass durch das Overall-Rating von 85ern Hazard jetzt irgendwie nochmal krass droppt oder so. Deswegen kann man sowas mal probieren, die einzupacken. Gerade bei Karten, wie gesagt, die noch nicht krass gestiegen sind, nur weil sie out of packs sind. Ich kann euch nochmal ein anderes Beispiel zeigen, wo das halt eben nicht der Fall ist, wo man sich dann aber ziemlich sicher sein kann, dadurch, dass sie schon gestiegen sind, dass sie halt noch mehr steigen werden. Als Beispiel jetzt Davis, der ist ja jetzt auch wiedergekommen, kostet auch noch 80k, also wirklich ein Schnapper. Und die Goldkarte kostet 13k als 82er Linksverteidiger. Und ihr seht jetzt hier schon einen Preisverlauf, okay, zack, zack, zack. Der war jetzt schon seit so letztes Wochenende bei 8k oder sogar 8,5, war unter der Woche bei 8,1 und ist jetzt halt dementsprechend, weil er out of packs ist. Ich hatte, glaube ich, vorhin schon mal geguckt, ich
kann mich gerade nicht mehr erinnern. Also ich habe auf jeden Fall früher geguckt, kann mich leider aber nicht mehr genau daran erinnern. Ich glaube, der war sogar bei 11 bis 12k maximal. Also sogar nochmal in ein, zwei Stunden hier ein bisschen hochgestiegen. Und ja, solche Karten sind jetzt mindestens eine, wenn nicht sogar länger out of packs. Ihr seht das Preislimit 15k. Allerschlechtestens, was passieren könnte, ist, dass er entweder so bei dem Preis bleibt oder halt auf die 15k steigt und vielleicht dann sogar noch die Price Range angepasst wird. Also ich denke nicht, dass das jetzt, dass der jetzt irgendwie einen Grund hat, dass er geisteskrank fällt. Ich würde mir vielleicht den Preis morgen am Samstag, wenn das Video auch rauskommt, nochmal anschauen, ob der irgendwie vielleicht tagsüber schon wieder fällt, weil jetzt direkt am Anfang wieder reingehen. Da sind wir jetzt leider ein bisschen zu spät. Aber wenn der morgen beim Tag so bleibt oder vielleicht ein bisschen fällt, dann ist es, glaube ich, ein gutes Anzeichen, dass man da meiner Meinung nach reingehen kann und dann einfach mal schauen, wo die sich über die Woche hin entwickeln, weil es kommen ja auch immer Token-SBCs und so. Und da brauchen wir halt gewisse Goldspieler und dadurch können solche Karten halt dementsprechend noch mehr steigen. Also gerade so Rating-Karten, die nicht relevant sind für SBC-Futter, die so 80 rated, 81, 82. Das Dave ist jetzt ein Beispiel. Ich könnte jetzt auch 20 Minuten mir Karten raussuchen und euch darüber ein Video machen, welche das genau sind. Aber ich glaube, das wäre dann ein bisschen langweilig und wenn dann alle vom Video auf die gleichen Karten gehen, auch Quatsch. Ihr könnt mir, wie gesagt, einfach bei Insta schreiben. Ich schicke euch da sonst die Liste hier rüber, die ihr hier im Hintergrund seht. Findet ihr sonst auch bei EA, wenn ihr selber suchen wollt. Aber ich kann euch auch einfach den Link schicken, deswegen schreibt mir sonst einfach bei Instagram. Lasst dann auch süß noch ein Follow da, ne? Und ja, dann haben wir das Thema schon mal geklärt. Also Out-of-Packs-Karten kann man sich meiner Meinung nach, egal ob sie jetzt frisch Out-of-Packs sind oder ob sie eben auch schon länger Out-of-Packs sind, die kann man sich meiner Meinung nach halt gut einpacken. Bei denen, die länger Out-of-Packs sind, ist natürlich klar, die sind schon im Preis gestiegen. Aber da gibt es eigentlich keinen Grund, wenn sie jetzt noch eine Woche länger Out-of-Packs sind, warum sie auf einmal wieder krass fallen sollen, wenn ihr versteht, wie ich meine. Gut, das war auf jeden Fall das erste Thema, was ich im Video kurz mit euch besprechen wollte, was ihr halt auch, wie gesagt, unter der Woche noch machen könnt. Ihr könnt auch manchmal so tagsüber Karten einkaufen, darauf gamblen, dass dann abends ein SBC kommen, die da dann verkaufen, wenn sie wieder teurer sind. Aber der andere Part sind natürlich unsere SBC-Karten, die wir uns eigentlich jede Woche anschauen. Und hier sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Und zwar 83 rated bis 86 rated, also die 85er, 84er, 83er sind an sich das einzige SBC-Futter, wo es sich meiner Meinung nach lohnt, reinzugehen. Warum, erkläre ich euch. 83er waren letztes Wochenende bei Pi mal Daumen auch demselben Preis und waren unter der Woche bei 3 bis 4K mindestens. Dementsprechend hat funktioniert, theoretisch letzte Woche reinzugehen, unter der Woche teurer zu verkaufen. 84er war letztes Wochenende sogar teurer als dieses Wochenende und unter der Woche bei teilweise 6, 7, 8 dementsprechend auch meiner Meinung nach ein guter Preis, dieses Wochenende reinzugehen. Achso, ich habe jetzt bei den 83ern keinen Preis gesagt. Also ich denke so 2K wäre optimal, aber bis 2,5 ist auch in Ordnung. Bei den 84ern wäre es halt so bis, ja, 4,8 steht hier. Ich glaube aber morgen ist 4,5 auf jeden Fall auch möglich. Allgemein überbieten ist sowas auch easy peasy möglich. Dann 85er waren letztes Wochenende auch teurer und unter der Woche waren die teilweise bei 10, 11K. Ihr habt ja auch zum Beispiel gerade einen Hazard als Beispiel gesehen. Also dementsprechend kann man hier auch gut gerade so für 7,5 bestmöglich, wenn nicht 8 halt reingehen. Aber ab 86, meine lieben Freunde, das ist mir aufgefallen, hier seht ihr schon, reihen sich immer mehr Special-Karten ein. Also Woche zu Woche geht das Rating irgendwie runter, wo sich die Special-Karten einreihen. Also ja, vor 2-3 Wochen waren bei 86, 87 waren noch Investment-Dinger mit Goldkarten. Und auf einmal sind die ganzen Special-Karten auch bei den 86ern und 87ern schon zu finden, dass die genauso günstig sind wie die Goldkarten. Und das ist eben auch der Aspekt, weshalb es hier schwierig wird. Ihr seht, hier ist eine Überflut von Special-Karten. Also die Preise von 87, 88, 89, 90, 91, 92, es geht die ganze Zeit weiter, die kosten hier alle 14, 15k. Also dieser Rating-Unterschied macht hier gar keinen Sinn mehr. Dementsprechend, warum zur Hölle sollte man in eine 86er-Karte gerade gehen für 14, 7, 5, wenn eine 92er 13k kostet? Versteht ihr, wie ich meine? Also für mich macht es ab 86 wirklich keinen Sinn mehr zu investieren und allerhöchstens tagsüber halt einzukaufen. Besonders so Special-Karten, weil die hat man gar nicht meistens so auf dem Schirm, dass die halt, ne, so günstig sind etc. Die werden dann manchmal für SBCs gebraucht. Und Fabinho als Beispiel ist jetzt auch schon länger in den Packs wieder drinne. Und wenn man sich mal seinen Preis anguckt, so, der verhält sich ziemlich gleich, eher fallend. Aber ich glaube, die haben sich jetzt alle bei dem Rating ungefähr angepasst. Aber wenn man sich die täglichen Schwankungen zum Beispiel am Mittwoch anguckt, so, da war man hier bei 18, 17. Also man hätte ihn hier tagsüber für so 17, 18k einkaufen können. Dann seht ihr hier abends so einen Peak 21. 20k einfach und selbst danach so an die 19, 19,5 und so. Das sind kleine Gewinne, aber so, falls ihr Bock habt, unter der Woche einfach ein bisschen traden zu lernen, so, keine Ahnung, wenn Fabinho jetzt unter der Woche auch bei 15 ist, dann könnt ihr ihn wahrscheinlich tagsüber für 14 oder so oder 13 einkaufen, abends für 16 bis 17 verkaufen. Haltet das einfach mal im Blick, kauft jetzt nicht blind am Wochenende ein, sondern wartet da wirklich auf die Woche. Das ist, wie gesagt, kein Investment-Tipp, sondern eher zu gucken, okay, wo sind die unter der Woche, wenn gerade kein SBC tagsüber da ist und vielleicht für abends sogar wieder angesagt ist, oh, heute Abend kommt wieder 7x90 plus oder dies oder jenes.
ist, dann kann man da mal ganz gut reingehen und dann halt abends auscashen und macht halt ein paar Coins einfach nebenbei. Aber ich denke, wenn man sich mir sonst so die SBC-Karten anguckt, gibt es halt nichts anderes zu sagen. Ab 86 plus kann man ein bisschen unter der Woche traden. Unter 86, also die 83er bis 85er, könnte man sich dieses Wochenende wieder einpacken und versuchen da zu gamblen. Aber ich glaube sogar, dass es diese Woche die beste Option ist, einfach mit diesen Karten, die out of packs gehen, einfach mit den Special-Karten täglich zu flippen. Das sollte eigentlich eine super Methode meiner Meinung nach sein, um einfach auch schon mal das Traden für FIFA 23 zu lernen. Und ihr seht, ihr habt hier wirklich alle Hand voll. Ihr könnt das mit 91er, 90er, 92er machen. Schaut da einfach euch selbst mal um, was euch am besten liegt oder keine Ahnung, wo sich am besten die Preisschwankungen entstehen. Das habe ich jetzt noch nicht beobachtet. Ich habe auch jetzt nicht so viel Zeit gehabt, mich da krass zu informieren. Aber ich kann euch einfach die Tipps, die ich jetzt schon gesagt habe, mitgeben. Falls ihr, wie gesagt, noch Tipps habt, könnt ihr sowas auch immer sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben oder mir bei Insta schreiben. Da haue ich jetzt meine Story. Deswegen hatte ich ja vorhin schon gesagt, lasst auch gerne ein Follow da. Und ansonsten würde ich sagen, war es das für heute mal wieder mit dem Trading-Video. Nächste Woche gibt es natürlich auch wieder eins. Unter der Woche wird euch FIFA 23 Content erwarten. Schaltet auf jeden Fall auch gerne ein. Teambau-Videos, Prediction, was mache ich mit 4600 FIFA-Points, wie kann ich FIFA 23 für 10 Euro bestellen, etc. Da wird noch einiges an Content auf euch zukommen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Haut rein und ciao, ciao.